Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 2. August 2023 und unsere Knete-Rakete von vor zwei Tagen. Ihr erinnert euch, die hat es jetzt zerlegt. Ja, also unser DAX hat auf Tagesebene den Ausbruch einmal ordentlich gekontert. Aber, er hat sich damit noch ein schönes Fenster offen gelassen hier mit der 230, die er angelaufen hat. Ihr erinnert euch an die gestrige Analyse. Wir haben gesagt, die Bewegung erstmal ist noch nicht kritisch. Weil wir hatten ja höhere Hochs, wir hatten ein höheres Tief. Wir haben gesagt, wenn der Markt aus so einer Situation ein neues höheres Hoch anspielt, sollte man sich ihm nicht in den Weg stellen, weil er dann weiter schiebt und auch richtig schiebt und dann gut und gerne auch bis in so eine Stelle hoch hätte drücken können. Außer er drückt eben unten ein neues Tief rein, fällt unter 4,30 und bedient das quasi nicht, die Obervariante. Ja, unsere untere Variante war, wenn er die 4,30 unterbietet, haben wir gesagt, dass er zur 403,80 gehen kann. Unter 403,80, wenn die nicht hält, zur 3,25. Und wenn auch die nicht hält, zur 2,30. Und wir haben gesagt, die 2,30 ist nach wie vor noch ein wichtiger Widerstand. So, und er hat weder hier oben die 400 bedient, noch die 3,25 bedient. Hat zwar auf der 325, glaube ich, mal ganz kurz gezockt. Dann aber relativ auch schnell sich wieder drunter gestellt. Damit bestätigt, dass er beide Widerstandsbereiche nicht verteidigen möchte. Und sich unten auf die 2,30 geworfen. Hat sich auch einen perfekten Tag dafür ausgesucht. Ich habe da gesessen und also ich habe schon eigentlich gestern, am Montag, habe ich mir gesagt, ach, den Dienstag, den gibt's dir nicht. Da passiert eh nichts. Und habe mir vorgenommen, mal einen ganzen Bürokram zu machen. Rechnung, Buchhaltung, Rechnung schreiben, noch mehr Rechnung überweisen, bezahlen. Und alles, was an E-Mails noch drin war, ich war sehr erfolgreich, habe wirklich sehr, sehr viele E-Mails auch abgearbeitet bekommen. Teilweise auch bis März zurückliegendes Zeugs noch, was jetzt nicht ganz so zeitkritisch war, aber eben noch offen war. Ja, und der DAX so mit einem Auge immer drauf geguckt, ist mir hier, hab nicht damit gerechnet, dass es sich schon durchschiebt, ne? Hat er die 4,30 unterboten, da dachte ich mir, ja, spielt er ein bisschen rum, der kommt bestimmt gleich zurück. Nee, hat er ernst gemacht, hat er einen perfekten Tag sich ausgesucht, ich war hier nicht bei der Stange. Ist aber okay, kommen auch wieder andere Tage, wo er sich bewegt, wo man besser greifen kann. Einige von euch haben es ja mitgenommen, wie ich gehört habe. Die waren 4,30 bis 2,30 mit dabei. Gut gemacht, fein, sei euch gegönnt, ich bin da nicht böse, wenn die Punkte auch mal in andere Taschen gehen, ist vollkommen okay und man sollte das auch immer nicht so kritisch sehen. Viele sitzen da, die sitzen, sagen sich, ah, meine Arbeit, ich war im Termin, ich konnte nicht einsteigen, habe die schöne Chance nicht genutzt. Das ist immer im Nachhinein, sieht das so aus, ja, im Nachhinein hättest du das alles ganz genau gewusst, hättest du ganz genau so gehandelt, aber wenn man dann tatsächlich davor sitzt, ist es doch meistens anders. Und da muss man tatsächlich sagen, nicht gehandelt ist halt eben auch keine Fehleranfälligkeit dargestellt. Ne? Ich habe früher immer da gesessen, als ich selber noch angestellt war, habe ich auch immer da gesessen und mir gedacht, Mensch, ey, konntest du das wieder nicht, bist du hier nicht aus dem Trade rausgekommen, oh, hättest du doch den Take-Profit runtergezogen, das hast du doch gesehen, das hättest du doch erkannt, Mensch. War aber leider im Termin, ging nicht, ach scheiße Arbeit, Mensch. Und dann habe ich mal irgendwann angefangen, mal so einen Monat oder zwei, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ich glaube einen Monat, mich mal von der Arbeit freistellen zu lassen, weil ich gemerkt habe, Trading wird langsam, probierst du doch mal, ob du wirklich, wirklich davon leben kannst, ob das wirklich geht. Und dann habe ich damals den Monat komplett das ganze Jahr nochmal verkloppt. Ich habe in dem Monat so viel Verlust gemacht, wie ich in den ganzen elf, also es war glaube ich November gewesen, ich habe den kompletten Jahresgewinn in diesem Jahr einmal wieder versaut. Weil ich den ganzen Tag davor gesessen habe und mich wirklich weich kochen lassen machen habe. Ich habe eben nicht meine Take-Profits kurz vorm Ziel nochmal angepasst bekommen, weil ich viel zu zeitig schon aus den Trades schon ausgestiegen bin. Ich saß ja die ganze Zeit davor. Ich bin an solchen Stellen wie hier, 2,30 bin ich dann long rein. Super geile Stelle, um richtig raus lang zu traden. Und dann habe ich mir den angeguckt, saß die ganze Zeit davor, habe gesehen, oh, der wackelt, oh, der zappelt, der kommt nicht richtig in Gang. Naja, brichst du lieber ab, das wird nichts. Puff, ist er losgerannt nach oben. Und so diese ganzen Sachen, die eigentlich nicht passieren, wenn man eben nicht die ganze Zeit davor sitzt. Und deswegen kann ich das bloß, ich gebe das gerne immer so weiter halt, ne? Weil man sitzt immer da, wenn man es noch nicht gemacht hat, wenn man es noch nicht probiert hat, sitzt man immer da und denkt, ah ja, wenn ich mal mehr Zeit habe und nicht so viel arbeiten muss, dann kann ich besser traden. Das ist Quatsch, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wenn man
die Zeit, die man hat, neben der Arbeit, besser dafür nutzt, genauer zu gucken und zu prüfen und mit sauberem Risikomanagement schlägt man jeden, der den ganzen Tag davor sitzt. Das ist einfach so. Weil umso länger du davor sitzt, umso mehr Blödsinn machst du einfach auch, weil du schon alleine, um dich zu beschäftigen, irgendwelche Trades suchst, die du aber sonst gar nicht gemacht hättest, weil es deinen Qualitätsansprüchen nicht gelingen. Also deswegen mache ich das auch heute noch gerne, dass ich abschalte, immer mal wieder phasenweise Bildschirm auch abschalte, was anderes mache, damit ich eben nicht den ganzen Tag den Chart totstarre. Weil früher bin ich eingestiegen und dann habe ich Minuten, Stunden lang meinen Trades beim Zappeln zugeguckt, habe nichts anderes nebenbei geschafft, nur die ganze Zeit den Bildschirm angeschaut und es hat dir nichts gebracht. Ne? Die Trades waren am Ende schlechter, wie wenn du 2 Stunden im Termin gewesen bist wieder rausgekommen und der Markt ist volle Pulle in deine Richtung ran. Aber das klappt auch nur, wenn man mit dem Trend handelt. Das klappt nicht, wenn man mit gegen den Trend handelt. Dann kommt man aus dem Termin raus und ist meilenweit im Minus. Ja, aber das bloß kleine Anekdote bei der Seite, kleine Anekdote am Rand. Fakt ist, wir haben 2,30 erreicht. Von 2,30 können wir ein gutes Stück wieder zurückschieben. Wir haben sogar die Möglichkeit, von 2,30 eigentlich auch neue Hochs zu reißen. Ja, wir sind ausgebrochen. Wir haben diesen Pfeil nach oben bedient. Wir sind aus der Range nach oben raus. Wir sind aus der Range nach oben raus, haben das Ziel des Ausbruchs bedient. Das ist hier oben im Bereich um 16.500 gewesen. Das ist dieser Pfeil, ja, der blaue. Der ist abgearbeitet. Jetzt läuft der Markt von oben wieder auf die Range drauf, stößt sich an diesen alten Hochs einmal ab und würde jetzt theoretisch zum nächsten Ziel laufen. Das ist die 16.760, 16.750 hier oben. Das wäre reine Theorie. Im bullischen Szenario. Also macht er sich gut und stößt sich gut hoch. Lasst den ruhig erstmal in den 350, in den 400 bis 470 hier oben an den Gap Close wieder hochlaufen. Das kann er machen. Und wenn er sich richtig gut anstellt, schafft es sogar in die Trendfortsetzung und kann hier nochmal was probieren. Aber muss es auch machen. Der muss das wirklich auch machen. Rutscht uns nämlich hier unten noch durch. Dann ist 1,20 die nächste und darunter 16.000 und dann geht es auch dolle tief. Also gerade hier am Tagesschart, wenn wir da gucken. Ja, dieses Bap-Bap-Bap-Bap nach unten, Bap-Bap-Bap-Bap nach unten. Hier ist erst ein Bap. Wenn da jetzt wirklich noch zwei, drei, vier rote Tageskerzen kommen, das ist dann 16, 1,20, vielleicht sogar noch einen Tacken tiefer. Dann unten unsere alte 15,59, auf die wir so lange gewartet haben und noch immer warten. Und dann die 15,800 bis 15,57 auf der Unterseite, wenn er weiter schiebt. Also ich, klar, unter 16,230 erwarte ich. Bei weiter fallenden Hochs würde ich Short suchen und darüber Long. Ja, muss man jetzt nicht überstürzen, da reinzukommen, aber habt es mit auf dem Schirm, wie das letzte Mal hier oben weggekommen ist von den Hochs. Also das kann dann wirklich auch Schlag auf Schlag kommen. Halt, ne? Gut, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.